Wunderschön oberhalb des Rhonetals gelegen, zog Villars-sur-Ollon schon seit jeher Touristen in die Waadtländer Alpen. Seit 1913 ist der Col de Bretagne von Villars aus mit einer Zahnradbahn erreichbar. Rund um den Pass entwickelte sich ab 1937 das heutige Skigebiet von Villars-Crillon. In jenem Jahr konnte als erste seilgezogene Aufstiegshilfe ein Funischlitten vom Col de Bretagne auf den Chamoussère eröffnet werden. Arnold Annen konstruierte die gut einen Kilometer lange Anlage, die über eine steile Trasse auf den Grand Chamoussère führte. Für das bodengebundene System musste in aufwendiger Manier ein Tracé erstellt werden, das noch heute deutlich sichtbar ist. Nachteil des Funischlittens war es jedoch, dass er nur im Winter betrieben werden konnte. Um auch dem Sommertourismus auf dem Col de Bretagne eine weitere Attraktion bieten zu können, konstruierte die Firma Müller 1951 eine Sesselbahn zum Lac des Chavons. Der malerisch gelegene See inmitten lichter Nadelwälder entwickelte sich zu einem beliebten Ausflugsziel. Nach 20 Jahren Betrieb wurde auch der Funischlitten durch ein Produkt der Firma Müller ersetzt. Im Winter wurde die Anlage als Schlepplift betrieben, im Sommer als Einersesselbahn. Damit war die beeindruckende Aussicht vom Grand Chamoussère fortan auch im Sommer ohne mühsamen Aufstieg für jedermann zugänglich. Seine steile Trassierung machte die Fahrt mit dem Schlepplift im Winter aber für viele Skifahrer zum Problem. Daher ersetzte man den Kombilift 1976 durch eine neue Städeli-Sesselbahn mit zweiplätzigen Sesseln. Aus Platzgründen versetzte man die Talstation um einige Meter nach Norden. Dadurch erhielt die Sesselbahn einen neuen Verlauf und überwand eine steil abfallende Felskante. Mittlerweile war der Sommerbetrieb nicht mehr zwingend notwendig, denn der Chamoussère war ab Ende der 50er Jahre auch vom Roc d'Orsay aus einfach erreichbar. Der Roc d'Orsay war seither direkt von Villars aus mit einer Kabinenbahn erreichbar. . 1999 erfolgte der Ersatz durch die mittlerweile vierte Anlage erneut auf neuer Trasse. Diesmal wurde die Talstation zur besseren Anbindung an die Skipisten weiter nach Süden verlegt. Seither wird der Chamoussère durch eine kuppelbare Sechsersesselbahn der Firma Leitner erschlossen. Knapp 1,2 Kilometer Strecke und 300 Höhenmeter überwinden die Sessel auf dem Weg zum höchsten Punkt des Skigebiets in 2100 Metern Höhe. 2400 Personen können so je Stunde zur Bergstation befördert werden.